Sie kennen den Didi noch, der mit den Ziegen, der Fan der Ziegen, der auch Käse herstellt. Habe ich Ihnen schon ein Video von gezeigt, oben in der Infobox zu sehen. In diesem Video machen wir noch schnell, weil die Zeit rennt davon, ein Video, wie aus dieser Ziegenmilch Frischkäse entsteht. Das kann der Didi uns zeigen. Bleiben Sie mal dran, wird spannend. Hallo und herzlich willkommen wieder bei euch im Garten.de/Blog und auf meinem YouTube-Kanal, Didi, um Käse herzustellen und zu verkaufen. Das mache ich einfach in meiner Hobbyküche zu Hause und wurschtel darum, oder brauche ich da spezielle Anforderungen für? Ja, also wenn du es verkaufen willst, dann brauchst du eine vom Veterinäramt oder von der Lebenskontrollbehörde, brauchst du eine abgenommene Käseküche. Die hast du hier? Die habe ich hier. Das habe ich gemeinsam, als wir das hier umgebaut haben, hier diesen Raum, habe ich Kontakt aufgenommen mit dieser Behörde, habe ihnen die Pläne vorgezeigt und die sind dann auch gekommen, haben mir noch ein paar Tipps gegeben, wie hier zum Beispiel dieses Waschbecken mit der dementsprechenden Station für Seife und Desinfektionsmittel, ja, das Übliche, was du in der Lebensmittelverarbeitung hast. Und dann habe ich auch dementsprechende Kurse gemacht, damit ich das dann auch voraus. Ach, Kurs muss man auch machen. Kurs musst du auch machen. Das macht jeder, der irgendwo mit Lebensmitteln das Zeug in Handel reinbringt. Ja, und deine Kaninchenschlachten darfst du auch hier drin. Nee, das mache ich hier nicht. Das war ein Scherz. Das mache ich hier nicht, du. weil hier ist nur Käse und Milch. Okay. Ja. Wir haben die Kanne da unten stehen. Ja. Das ist die Milch, guck mal. Das ist jetzt eine sogenannte. Mensch, du bist aber stark. Das ist jetzt die Ziegenrohmilch, ja. Und ich mache ein. Kameramann, hau mal rein hier. Ich habe jetzt hier, das ist die Milch, die haben wir ja vorhin gemolken. Ja. Und jetzt, ich mache einen Rohmilchkäse. Das heißt, ich habe hier noch die euterwarme Temperatur. Ja. Ich pasteurisiere die Milch nicht. Ich stehe zwar immer mit einem Bein im Gefängnis. Man darf es nicht, oder? Man darf es, aber man muss es nur kennzeichnen. Du musst es kennzeichnen, du musst es sagen. Und man muss dann eben sagen, dass es für alte Menschen, kranke Menschen nicht empfehlenswert ist und vor allen Dingen für Schwangere nicht. Ich habe auch Schmerzen. Ja, das kann passieren, kannst aber auch von einem was anderes tun. So, jetzt geben wir die Milch hier rein in dieses Gebinde hier. Nochmal raus hier, das Ding hier. Ich habe alles aus Edelstahl, ja, wegen der Hygiene. Und das sind jetzt etwa 8 Liter Milch, ja, weil den anderen brauche ich nachher noch. Und jetzt habe ich hier diese Milch. Ja. So. Und jetzt muss ja die Milch angesäuert werden, ja, damit sie nachher stockt durch die Zugabe von Lab. Ja, das ist an für sich die einfachste Geschichte, um Käse zu machen oder auch Quark zu machen. Ja. Gut, womit säuerst du an? Ich säuere jetzt an mit einer französischen Käsekultur. Das kann man kaufen in einem Käserei-Zubehörbedarfsgeschäft. Das ist eine wunderbare Kultur von den Franzosen. Die haben da ein bisschen mehr Expertise als wir. Französischer Käse ist immer noch top. Und dann habe ich hier mikrobielles Lab. Ich nehme das deswegen, weil wenn ich Lab herstelle aus dem Kälbermagen, kann ich das nicht verkaufen an die Kuhmilchallergiker. Ja, da habe ich kein Kuh-Eiweiß drin. Aber so, man kann es auch aus Ziegen herstellen, Lab. Das kannst du auch aus Ziegenmägen herstellen, aber so viele Ziegen werden nicht geschlachtet. Du. Okay. Ja, und so viele Lämmer im Vergleich zu den Kälbern. Du kannst aber auch als Säuerungsmittel kannst du Buttermilch nehmen, du kannst Joghurt nehmen, Zitrone geht auch, aber dann fällt der ganz schnell aus, der Käse. Ja. Ja? Zitrone nimmt man, wenn du, wie heißt das nochmal, Ricotta machen willst. Ja, da kocht man nochmal die Molke auf, gib da nochmal Zitronensäure zu und dann kannst du das oben nochmal rausholen. Das Casein. Das ist ein ganz feines Protein, was da ausfällt. So, und jetzt streue ich vorsichtig eine Messerspitze voll von der gefriergetrockneten Starterkultur auf die Milch und gebe jetzt einen Tropfen pro Liter hinzu, das sind also etwa 8 Liter, dann machen wir noch einen kleinen Sicherheitszuschlag und geben 9 Tropfen hinzu. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 und einen für den Ralf. So, jetzt muss ich das gut durchmischen. Und lasse das
mische das und lasse das 12 bis 24 Stunden stehen. Und dann kann ich den Käsebruch abschöpfen in Förmchen und erhalte dann einen wunderbaren, leckeren Frischkäse. Da hast du eine Käsehafe für und schneidest einfach mit dem Messer klein? Nee, bei Frischkäse brauche ich das nicht. Muss ich nicht machen. Ich kann ihn so rausschöpfen mit einer Kelle oder dergleichen mehr. Was du mal jetzt meinst mit der Hafe ist, wenn ich Weich- oder Hartkäse mache. Ja. Muss der eine spezielle Temperatur jetzt halten? Nein. Da? Das ist jetzt das Schöne daran. Es ist euterwarm. Wir haben jetzt, sagen wir mal, eine Temperatur um die 32 bis 33 Grad. Und hier die Raumtemperatur ist ja im Moment auch nicht zu niedrig. Und Frischkäse ist es sogar eher so, dass man in mehr niedrigen Temperaturen etwas cremiger bekommt. Ja. Okay, dann wird das abgeschöpft und dann ist das letztendlich verzehrfertig. Oder wird das letztendlich noch abtropfen? Ich lasse es dann noch abtropfen und dann kann man es essen. Ich habe hier beispielsweise, wir können mal rübergehen, habe ich von gestern Abend noch, wenn du da mal drauf guckst, habe ich... Diese in den Kästen hier, ja. Genau, ne? So sieht das in etwa aus, dieser Käse. Und da kann man dann dementsprechend dann auch verzehren. Ja, genau. Wenn du jetzt daraus, du hast daneben noch einen liegenden Hartkäse, oder? Ja. Dann müsstest du den Bruch noch pressen. Ja, ich muss ihn noch heiß machen. Ich muss ihn dann pressen. Und dann gibt es auch wieder spezielle Formen, Käseformen. Das sind dann diese Cadova-Käseformen. Einen Moment, die habe ich hier. Ja, das ist eine wunderbare Erfindung. Die Holländer haben das erfunden, wo du im Prinzip den Käsebruch hier in dieses Sieb hineingibst, hier oben drauf gibst, dann praktisch hier drauf gibst, dann kannst du das hier schön auspressen und dann habe ich hier so eine kleine Käsepresse und kann das dann dementsprechend auspressen. Dann muss der Käse ja noch gelagert werden, muss der gesalzen werden? Der wird gesalzen. Also ich mache die Trockensalzung, ich habe kein Salzlakebad, weil so viel Käse habe ich nicht. Ich fahre im Moment ganz gut mit dem trockenen Salzen. Dann nehme ich die Käse und kann die praktisch hier, dann habe ich hier ein paar Kräuter mit drin und dann kann ich im Prinzip meinen Käse hier mit salzen. Und dann habe ich die Variante, dass ich meine Käse auf Teller gebe. Ich finde das hygienischer als auf Holzbrettern. Und dann reifen die hier in diesem Raum. Und da hast du deinen schönen kühlen Keller oder eine Höhle noch irgendwo draußen in den Bergen? Höhle habe ich leider nicht. Das ist noch ein Traum von mir, einen wirklich guten Reifekeller zu bauen. Wie oft muss man den salzen? Alle drei Tage? Jeden Tag? Oder? Einmal kräftig salzen, das reicht. Und dann musst du den täglich wenden. Und dann kommt die Phase, wo man ihn täglich auch mit oder alle zwei Tage mit lauwarmem Salzwasser abwaschen muss. Wie lange dauert das, bis der Käse da fertig ist? Das dauert etwa 3 bis 4 Wochen, dann ist der schon schnittreif. Sind dir schon mal welche dabei umgegangen? Jede Menge. Jede Menge. Wo lag der Fehler? Der Fehler lag mehr oder weniger, dass ich am Anfang die Milch nicht richtig hygienisch gewonnen habe. Ja. Der Hauptfehler lag an für sich daran, dass ich Plastik-Milchgefäße genommen habe. Und dann kriegst du so feine Haarrisse und da haben sich dann die Bakterien festgesetzt, Exoenzyme und dann ist das. Und das andere ist, wenn du Ziegen hast, die mal eine Euterentzündung hatten, ja, dann kann es sein, und die Euterentzündung ist nicht richtig auskuriert, dass du dann Fremderreger reinkriegst und dann implodieren die Käseregel. Verhindern kann ich das aber, indem ich die Milch erhitze auf 75? Man sagt ja 80 Grad pasteurisieren für wenige Minuten und dann kann ich das vermeiden. Ist das eine Sache, die ich als Hobbymensch in kleinem Stil durchaus machen kann? Ja. Reichen 2 Ziegen dafür überhaupt aus? Ja. Dann kriege ich einen Käse pro Tag, oder? Nee, nicht ganz. Das wirst du nicht ganz schaffen. Also sagen wir mal, die geben so 2 bis 3 Liter. Und du kriegst immer 10% Käse. Das heißt also, wenn du 10 Liter hast, dann hast du ungefähr 1 Kilogramm Käsemasse. Ja, doch. Und wenn du 2 Ziegen hast, dann hast du in 2 Tagen 10 Liter. Also kannst du alle 2 Tage kannst du deinen Käse machen. Klingt nach einer ganz einfachen Angelegenheit. An und für sich ja, aber du brauchst viel Erfahrung, Gefühl, um das richtig hinzukriegen. Ja, ich habe schon mal Käse gemacht, der ist mir aber dann nachher völlig, da war mehr Schimmel drauf als sonst was. Ja, weil du musst dann natürlich den Käse pflegen. Ja?
Also beispielsweise hier ist jetzt ein Käse, der ist relativ frisch, wie man das hier sieht. Da ist Kräuter de Provence drin und der muss jetzt im Prinzip reifen. Ja? So, man sieht hier, durch das Salz bildet sich hier eine kleine Lake. Die muss ich jetzt abgießen in diesem Falle. Und dann wende ich den Käse, dass er dann wieder von oben trocknen wird. Ja? Und hier siehst du, im Prinzip habe ich dieses Kräutergemisch genommen. Das sind Salz mit verschiedenen Gartenkräutern. Die hat mir eine Freundin gemacht. Auch hier musst du die richtigen Kräuter nehmen, weil durch die Kräuter kriegst du ja dann auch wieder Bakterien rein. Ja? Du musst dann das richtige Verhältnis haben. Höchstwahrscheinlich, ich weiß nicht genau, wie sie die Kräuter gewonnen hat sie vielleicht abgekocht und dann wieder getrocknet. Wie lange kann, muss der liegen, mindestens bis er hart ist, und wie lange kann er liegen? Also wird er besser, wenn er länger liegt? Nee, bei mir ist es so, ich muss aufpassen, dass meine Käse hier in meinem Reiferaum nicht zu trocken werden. Das heißt also, dass ich kann die vielleicht, sag mal, 6-7 Monate halten, aber dann werden sie steinhart, weil sie einfach zu trocken werden. In meinem Falle. Wenn du einen super Käsekeller hast, Käse-Reiferaum, dann kann man die Käse auch 2-3 Jahre reifen lassen und dann hast du also einen super Käse. Ja. So, jetzt ist zum Beispiel dieser Käse hier, den bezeichne ich als Langönser Taler. Ja? Der ist jetzt so ein bisschen stärker ausgereift, ja, und den muss ich jetzt erstmal, muss mir erstmal wieder die Hände waschen, ist immer das A und O im Leben. Ja? Ja, das ist ein etwas gereifter Frischkäse, der ist jetzt 3 Tage alt. Ja, das ist der Langönser Taler. Sieht lecker aus. Danke. So. Dann haben wir den hier, den mache ich jetzt nicht kalt, weil sonst kann der seinen Geschmack nicht entfalten. Ne? Jetzt haben wir hier den Weichkäse. Ja. Das ist jetzt mit. Die muss ich jetzt noch gleich salzen. Ja, ich hoffe, kommt auch jemand. Das ist immer so die Lotterie, weißt du? Es können 10 kommen, kann aber auch nur einer kommen. Und das ist das Problem in der Direktvermarktung. Diese Käse werden jetzt gesalzen. Einen Moment, ich muss mal eben das Salz nehmen. Und jetzt auch Wasser. So, jetzt einfach mal Salz. Das ist einer ohne Geschmack. Du nimmst nicht mehr Salz oder... Nee, mach ich nicht. Ich nehme jetzt ganz normales Salz. Ja, dann müsste ich ja noch teurer werden. Und das ist hier mit Boxhornklee. Das sind Weichkäse. Die würden die ganzen Leute ganz gerne für einen Salat oder dergleichen. Das ist dann so ein Mittelding zwischen dem Frischkäse und dem Hartkäse. Genau. Der einfach nicht so lange gelegen hat oder gelagert ist. Der ist von gestern Abend hier. Didi, du brauchst natürlich eine geeichte Waage. Ja. Alles klar. Didi, reich wirst du mit der ganzen Geschichte nicht. Nee. Du machst das rein aus Idealismus. Du hast einen stressigen Job und wenn du dann abends von der Arbeit wiederkommst, dann freust du dich richtig, zu den Ziegen zu gehen. Ja, so stressig ist mein Job an der Universität nicht. Aber das ist mein Ausgleich. Ja. Ja. Du musst ja bedenken, ich kann ja viel bewegen an der Universität. Ja, wir forschen, wir können unsere Ideen verwirklichen. Und wenn ich dann eben eine Ziege melke, dann ist das eben auch für mich mediativ und da kann ich mir auch einige Gedanken dazu machen. Ja. Aber reich werden durch diese Ziegenhaltung nicht rein. Es deckt dann die Kosten. Also ich fand das wieder einen sehr tollen Einblick. Und ich finde das auch immer wieder prima, dass es noch Leute gibt, die sich mit sowas befassen. Ja. Die nicht nur konsumieren, schlafen und arbeiten gehen. Ja. Ich gebe jedem, den ich besuche, am Ende die Möglichkeit, eine Nachricht an die paar Abonnenten da draußen zu schicken. Werbung für dein Unternehmen brauchst du nicht machen, du produzierst gar nicht genug Käse, um diesen ganzen Ansturm
So groß ist der Ansturm nicht. Also du versendest auch nicht. Doch, ich mache auch, habe auch Versandkunden mal gehabt, ja, aber das ist auch mit sehr viel Aufwand verbunden. Ja. Also Kühlung. Alle, also alle relevanten Links zu deinem sind alle unten in der Beschreibung drin. Genau. Ich gebe dir die Möglichkeit, eine Nachricht an die paar Abonnenten zu schicken. Was würdest du der Menschheit mitteilen? Also die Ziege ist ja erstmal etwas, sie ist sparsam, effizient. Und das sollten wir an für sich in der Zukunft auch bewahren, sparsam zu sein, effizient zu leben. Das heißt also mit den Ressourcen haushalten, die wir noch haben. Und langfristig, das sehen wir jetzt, wir haben die Folgen des Klimawandels, die kommen noch viel massiver auf uns zu. Und da müssen wir uns den Schalter oben im Kopf umlegen. Ziegen können eine kleine Alternative dazu sein. Ich weiß das auch, dass wir dann viel Sprit verfahren und. Auch die CO2-Bilanz, da will ich jetzt gar nicht von anfangen. Aber langfristig denke ich mal, dass wir auf dem Globus weiterleben können, wenn wir ein bisschen mehr auch an die zukünftigen Generationen denken. Das ist zwar jetzt so abgestroschene Phrasen, ja. Aber ich denke mir, wir können sonst nicht anders überleben. Ja? Das sind weise Worte. Decken sich ungefähr mit dem, was ich immer so erzähle. So, haben wir noch was vergessen? Ne? Abonnieren, Like-Button drücken, Ihren nächsten Amazon-Einkauf über einen meiner Links da unten. Käse verkaufe ich keinen. Und wenn Sie mal hier in Langgönz sind, besuchen Sie den Didi mal. Gerne. Und sagen Sie dem, hallo. In diesem Sinne, bis dann. Tschüss.